Dieses Video erläutert, wie Sie den Debugger anzeigen und verwenden. Mit dem Debugger verfolgen und prüfen Sie, ob Ihre Programmierung korrekt funktioniert. Sie können Folgendes prüfen: Speicherstatus, Wert der Variablen, aktuelle Datensätze und Auswahlen jeder Tabelle, Code im Schrittmodus. Zum Arbeiten mit dem Debugger verwenden wir das Formular mit den Variablen. Wir setzen einen Unterbrechungspunkt, mehr dazu später, und zeigen das Formular an. Verwenden Sie Schaltflächen außerhalb des Schrittmodus, läuft die Ausführung normal ab. Klicken Sie auf eine Schaltfläche innerhalb des Schrittmodus, erscheint der Debugger. Im Explorer können wir 5 Bereiche definieren. Erstens den Bereich Source Code. Er zeigt die Methode in der Ausführung. Hier können wir Unterbrechungspunkte setzen und entfernen, den gelben Cursor nach oben oder unten setzen. So können Sie im bereits ausgeführten Code zurückgehen, mit der Maus über ein Feld oder eine Variable gehen, um den Inhalt anzuzeigen, auf ein Objekt klicken und es in den Bereich Ausdruck ziehen. Zweitens den Bereich Steuerleiste mit Schaltflächen, den wir später erklären. Ein Hilfetipp erläutert, was jede Schaltfläche tut. Den hier offenen Bereich Individuelle Überprüfung. Der Bereich Überprüfung enthält alle in 4D verfügbaren Ausdrücke, Tabellen, Felder, Konstanten, Variablen, Prozesse und so weiter. Der Bereich Aufrufsfolge zeigt die hierarchische Liste der Methoden, über die wir zum angezeigten Code gelangen. Wir stoppen die Ausführung der Methode. Zum Anzeigen des Debugger gibt es 5 Wege. In einer Methode den Befehl Trace einfügen. Immer wenn der Befehl Trace gefunden wird, erscheint automatisch der Debugger. Einen Unterbrechungspunkt setzen. Das haben wir mit dieser Schaltfläche gemacht. Beim Anwenden des Programms während der Ausführung folgende Tastenkürzel verwenden. Alt-Shift-Rechtsklick unter Windows, Befehl Alt-Control-Klick auf macOS. Die Liste der Prozesse erscheint. Derzeit prüfen wir im Hauptprozess. Später können Sie beim Ausführen mehrerer Prozesse einen Prozess zum Prüfen wählen. Wir haben den Hauptprozess gewählt. Klicken wir nun auf Declarations, erscheint automatisch der Schrittmodus und wir können den Inhalt der Variable POP1 sehen. Wir können dieses Fenster vergrößern. Wir können die Position und die dort gespeicherten Variablen sehen und sogar hier direkt Werte verändern. Wir können zum Beispiel den Wert von V1 auf 300 setzen und den dritten Satz ändern. Überprüfen wir dann erneut den Hauptprozess und gehen an diese Stelle, sehen wir den hier gesetzten Wert. Wie bereits erwähnt, können Sie den Cursor nach oben setzen, um die Zeilen erneut auszuführen. In der Designumgebung können Sie beim Ausführen einer Methode auf die Schaltfläche zum Ausführen klicken und Ausführen und Debuggen im Anwendungsprozess oder in einem neuen Prozess wählen. Dann erscheint automatisch der Schrittmodus. Als letztes können Sie den Runtime Explorer mit Ctrl-Shift-F9 aufrufen. Im Runtime Explorer, nur für Entwickler oder autorisierte Benutzer verfügbar, können Sie die Liste der Prozesse anzeigen, zum Beispiel den Hauptprozess und dann im Schrittmodus überprüfen. Klicken wir hier auf eine Schaltfläche, die Code ausführt, erscheint der Schrittmodus mit der Codezeile, die als nächstes ausgeführt wird. Es gibt also 5 Wege, die alle den Schrittmodus anzeigen. Am häufigsten verwenden wir Unterbrechungspunkte und Tastenkürzel. Der Debugger erscheint automatisch, wenn 4D Ihren Code nicht ausführen kann, zum Beispiel bei Syntaxfehler, Tippfehler etc. Er zeigt eine Meldung, sodass Sie in den Schrittmodus wechseln können. Nehmen wir als Beispiel die Methode Navigator. Wenn wir hier ist gleich entfernen und sichern, meldet 4D einen Fehler und bietet an, den Code im Schrittmodus zu prüfen, um das Problem anzuzeigen.